Ein Haus. Oh, wir könnten gleich noch auswählen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Bereich sichern? Na, viel Zeit habe ich nicht zum Auswählen. Wenn das Ding gerade noch aktuell war mit dem Umdrehen, na, wir gucken doch zu. Warum zeigt mir Ubisoft, dass da gerade getauscht wurde? Dass die Rollen getauscht wurden? Warum hat er keine Waffe in der Hand? Er wird einen in der Hand haben, aber die Kamera hier zeigt nichts. Wenn jetzt gleich noch Kugeln fliegen, wird's lustig. Oh, hier hat auch Frau Frost. Nee, das ist Vigil. Oh, jetzt hat er eine Waffe. Schnell zurück zu Vigil. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Er schießt mit Luft. 0-2 schon. Mission gescheitert. Ein Gegner ist auch schon rausgegangen. Also ich und ein Gegner sind frisch drin. Das war eine Schalldämpferwaffe. Angriff. Bereich sichern. Timid ist eigentlich bloß wichtig für uns. Na, nicht nur wichtig, aber... Du hast ja ansonsten keine Außenwände. Außer eben Garage unten. Wir hatten schon mal Maverick, aber mit dem kann man überhaupt keine Wände aufmachen. Oder man muss sehr konzentriert und sparsam sein. Es wäre noch cool, wenn wir das rumgedreht bekommen würden. Bis dahin ist es aber noch ein weites Stück. Jetzt müssen wir erstmal diese Runde gewinnen. 5 gegen 5. Bisher haben die Gegner, die Orangenen, immer durch Eliminierung aller Gegner gewonnen. Weil alle sind zweimal gestorben. Na, wobei, der raus ist, na, wissen wir nicht. Vielleicht hat gerade der einmal überlebt und dann hat er sich gesagt, oh, so ein Kack-Team, das stirbt sofort. Da gehe ich raus. Man weiß es nicht. Wir läden noch, ne? Ich nicht. Hätte doch links abbiegen sollen. Unten werde ich jetzt nicht reinfahren. Hier kommt man nicht rüber, ne? Doch. Gute Arbeit. Na, zum Glück haben wir Chemie. Und Maverick, da brauchen wir nicht zwingend EMP, Mann. Hi, Grabschfrau. Ey, du bist böse. Ich wollte noch jemanden identifizieren hier im Echo. Das könnten wir Montagne gebrauchen. Einfach jemand, der im Bereich in der Ecke herumsteht. 10 Sekunden. Das nennt sich wohl Kameras in Sicherheit bringen. Glass und Finke haben ihre Kameras noch. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Naja, sie hat schon gerieselt. Hier würde ich das ganz gerne auch hinbekommen, ohne zu gucken. Kamera da zu erledigen. Das wird Glass sein. Warum hat der Sound jetzt hier beim Anhaken aufgehört? Achso, ich bin ja... was mache ich denn? Ich wollte jetzt hier wieder ins Bad rein. Ich bin doch Termin, du musst da aufmachen. Moment, Leute, Moment. Das ist schon kaputt. Oh, hier wurde schon mal aufgemacht. Haben die Kamerafrau? Ja, haben sie. Toll, der macht ja schon gänzlich auf. Spezielle Ladung, Abstand halten. Toll, wo sehe ich jetzt hin? Hier gehe ich ungern vorbei am Regal. Aber es ist schon mal offen. Das ist nicht unwichtig. Der Boost setzt ein und irgendwer stirbt, aber ein Gegner. IQ haben wir nicht verkehrt. Hier ist doch irgendwo eine Kamera draußen, wenn da oben offen ist. Auf dem Boden sehe ich hier keine. Das könnte auch sein, dass die einfach auf den Boden geklatscht wurde. Hm. Ich kann bis zu den Waschmaschinen gucken. Das Auto, am Auto kann ich leider nicht vorbeigucken. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Ach, meine Position ist gefährdet.
Spatzbot lebt aber noch. Die waren gar nicht drin. Die letzten. Wollte jetzt auch noch mitmachen, indem ich mir hier noch Zugang verschaffe, damit ich schon einfach hinter dem Auto schon mal reingehen kann. Weil da haben sie verstärkt. Das wäre eine gute Ecke gewesen. Das Auto hupt sogar. Na, vielleicht bekommen wir das noch umgerissen. Schaut mal, hier stehen schon die vergammelten, angezündeten Polizeiautos und oben und überhaupt sind überall noch die Fenster offen, noch nicht verbarrikadiert. Das ist ein bisschen seltsam. Denn eigentlich, wenn da schon die Autos stehen und auch schon angezündet sind, dann müssten die, in Anführungszeichen, Verteidiger, die bösen Terroristen, müssten sich ja schon drinnen zurecht gemacht haben. Oh ja, es gibt Matten zum Anziehen. Und Kamerafrau. Mit ihrer Machete. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter. Nein, die haben durchs Regal geguckt, Schweine. Gucken, ob sie mit Maverick oder EMP-Mann ankommen. Störsender gestartet. Hier ist schon zu. Okay, da brauche ich gleich noch einen Störsender. Es bleiben 10 Sekunden. Eine Außenwand mache ich jetzt hier noch. Nee, ich hole erst einen Störsender. Wenn ich die gleich markiere, die gleich ankommen. Und die den Mist hier aufmachen. Hi. Den Einstößender kriege ich jetzt nicht mehr, da ist zu spät. Da bin ich zu spät dran. Wenn ich mit den jetzt schnappe, dann sterbe ich. Außer gleich gibt mir perfekt Deckung. Aber den muss ich jetzt leider da lassen. Störsender findet was, womöglich. Nein, wenn es Kairos wäre, dann würde es da stehen. Die sollen sich entzünden durchs Regal an. Hauptsache, das geht nicht durch die Wand. Ah, Fius. Neben uns brennt's. Was steht da denn? Müll. Nein, Finger weg. Wir hocken oben auf dem Dach. Treffen die Kamera aber auch gut. So, was ist los? Ja, die kommen schon mal nicht rein. Wie es scheint. Da baut wer ab. Eigentlich müssen wir bloß das da im Blick behalten und das da. Und auf unsere Füße aufpassen. Kamerafrau, die Haare schön. Gleich hockt da. Hier hat wieder jemand gezündelt, oder? Hockt da an der Wand. Na, hallo. Jackal kennen wir auch. Oh, er ist runter. Im Gymnastikraum. Wieso habe ich mich bewegt? Habt ihr das gesehen? In der Kamera habe ich ausgesehen, als hätte ich mich bewegt. Hm. Oh. Er hat sich da voll verbarrikadiert in seiner Ecke. Okay, dann halte ich mich lieber zurück. Hat gleich jetzt umgebracht? Ja. Klopft jemand Stacheldraht? Knapp 2 Minuten noch. Es kann aber niemand hier hinterher gleichen, das muss dir bewusst sein. Jackal wird das sein, der hier aufmacht mit seiner kleinen Schrotflinte. Jetzt ist es aber, wo sie hingucken müssen. Mist, der Anfang war kacke. Ich habe viel zu hoch gezielt, geschossen. Den Biogefahrgut. Ja, ich Vollidiot. Die sind so dritt da hinten gewesen. Eigener Trupp eliminiert. Mission. Das war wirklich blöd gemacht von mir. Hm. Und dann hat Clash natürlich keine Chance. Finker sieht aus, als wäre sie im tiefsten Winter so dick angezogen. Der Termit. Lustig.
Gut, aber das waren jetzt bloß zwei, na, zweieinhalb Runden. Wir machen noch eine Partie hinten dran. Will ich mit dem Team zusammenspielen? Das hat sich gar nicht so schlecht angestellt. Möglich gehen die aber eh gleich raus. Clash ist rausgegangen. Ansonsten bleiben die, wie es scheint, zusammen. Kann ich mir die noch merken? H3, ASE und Agra. Könnte schwierig werden. Sichere dein Konto. Club Units. Letzte Chance. Hypothermalpaket. Haben die damit auch Finca eingedeckt? Also sie ist hier gerade nicht zu sehen. Aber könnte man meinen. Dude. 1-1-0. Was ist das eigentlich? Hat sie hier ein Notizbuch oder? Was hat sie eigentlich? Dauert aber gerade ganz schön lange, die Spielersuche wahrscheinlich. Muss unser Team so halb zerstückelt ein passendes Gegenstück finden. Wobei, das dauert nicht so lange. Wenn da jetzt zwei fehlen sollten, dann schnappt sich Ubisoft zwei Einzelne und packt die zu uns. Was haben wir noch Interessantes? Ach, hier geht's noch weit. Hoppala. Das war der Club. Oh, es geht gleich los. Das war die Chance. Das waren die dick eingepackten und wir spielen Villa. Noch nicht angeknabbert. Mal gucken, ob wir noch mit den anderen zusammenspielen. Mit dem Acre, ja, mit dem H3 auch noch. Der hier ist neu. Zwei müssen neu sein. Nee, Moment. Ist ja bloß Clash rausgegangen, ne? Ich glaube, der war auch dann. Ach, keine Ahnung. Ist auch gar nicht so wichtig. Hauptsache, wir gewinnen. Und haben Spaß dabei. Frau Frost würde sich wieder freuen. Drei mobile Schilder. Also der ist neu. Erkenne ich wieder. Ah, der andere war was mit ISE, ne? Mit IS, ja. Dann ist der auch neu. Ein Gegner lädt noch. Bin mal gespannt, wann Ubisoft die neue Operation ankündigt. Jetzt haben wir schon gut Anfang Dezember hier. Das Video kommt wahrscheinlich 2019 raus. Aber immer noch nichts gesagt. Den Raum sichern. Ja, schätze mal, in zwei Wochen ist es draußen. Noch vor Weihnachten. Ich weiß gerade nicht, wo ich zumachen will. Das ist nicht gut. Ich verplemper nämlich gerade viel zu viel Zeit. Machen wir hierzu, damit sie nicht in den Raum gucken können. Kamera fährt rein. Sieht uns nicht. Oder will uns nicht sehen. Piu, 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 piu. Stößender steht blöd. Den kann man ganz einfach zerschießen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Toll. Na, das war absehbar. Gut, dann, Mekta, ich muss jetzt zumachen. Neue Übertragung. Damit ich höre, ob die von hier kommen. Sicherheitshalber wird hier eine Mine platziert. Da ist eine Kamera. Die Spritze ist aufgezogen. Die Kugel ist sicherer. Die Luke macht hoffentlich keine auf oder zu. Wobei zu ist egal, meine Mine liegt ja daneben. Leider kennen wir gar keinen Gegner, das finde ich richtig kacke. Alles die Uhr, ich dachte, da kommt ein Schildträger an. Will da jemand eine Mine hinhaben oder was? Warum wird hier gepinkt?
habe zu viele Kameras. Die ist wieder abgedampft. Nein. Toll. Das war wieder schlecht. Was denn los? Mann. Ja, Zirke P wusste womöglich, wo ich bin, aber ich war im Futter, weil die gerade erst durchs Fenster kam. Ach Mann, ey. Hi. Boah, schöner Schlag da oben rechts. Sieht cool aus. Nein, hat jemand einen Mist drauf geworfen. Immerhin kennen wir jetzt, na, fast alle Gegner. Von der Sicherung des Behälters abhalten. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Immerhin sind wir noch zu dritt, jawoll. Das wird Montagne sein, der da steht. Ein Fragezeichen ist ja noch. Crew Eliminierungsassistent, Feind Scan Assist. Plapper nicht so viel. 2-2. Störsender Mann könnte etwas Spritze gebrauchen. Ich versuche lieber noch zu markieren. Hat er noch eine Spritze? Oh. Ach, ist der falsche. Ja, er hätte noch eine. Gut, ich gucke wieder Kameras. Der Montagne macht einen Lärm. 2 gegen 2. Den Gegner von der Sicherung des Behälters. Fuse macht nochmal Rabatt. Sie sind jetzt beide in dem kleinen Raum. Also Montagne könnte die da wunderbar einsperren. Der schießt mit der Pistole herum. Nee, das war Montagne. Das war Montagne, der jetzt mit der Pistole geschossen hat. Glaube ich. Er hat nämlich einen MP5 in der Hand. 2 Schildträger. Schade, Fuse ist schon weg und Ash auch. Das war nämlich meine erste Wahl, das war meine zweite Wahl, aber ich wollte noch mal ein klein wenig abwarten, was die Kollegen hier machen. Dann bin ich einfach mal so frech und nehme Twitch. Jetzt haben wir keinen, der was aufmachen kann. Merrick zähle ich nicht dazu. Es dauert viel zu lange und ist viel zu unsicher. Wenn jemand mitbekommt, wie da eine Wand aufgemacht wird, dann ist Merrick ganz schnell weg vom Fenster. Ich werde etwas vorsichtiger rumfahren. Ist bloß das Feuer, was knistert, kein Gegner. Oben oder im Keller werden sie sein, schätze ich. Jetzt habe ich nicht geguckt, wo schon eine Drohne kaputt gegangen ist. Sekunden. Okay, im Keller werden sie nicht sein. Jetzt würde die hier nicht so unbeschwert hochkommen. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Bei der Krypta reingehen ist ja auch Quatsch. Ah, der steht nicht hier. Der wird hier oben gleich stehen, oder? Na, ah, der hat es womöglich gesehen. Wo ist denn der nächste? Bestimmt rechts von uns. Ja, wenn wir links davon rausfahren, dann wird das Ding schon rechts von uns sein. Nein, sei mich zu lange um. Ich war zu vorsichtig. Da ist schon offen, das ist nicht gut. Wir kennen auch gar keinen von denen, das ist nicht gut. Will ich hier rein? Hm.
schwierig. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl bei der Position, die wir jetzt haben. Bei den Positionen. Da kommt doch bestimmt gleich jemand zum Fenster raus. Der schwingt sich rein, ist ja gewagt. Kapkan ist, dann nehmen sie schon mal, okay. Und Echo. Ah, er gewinnt. Fuse hat ein Duell gewonnen. Einfach mal stehen. Rechts von mir ist ja kein Fenster. Gut. Das kriegt Kapital schon hin. Habe ich Vertrauen in ihn. Fuse hat noch einen erwischt. Letzter verbleibender Gegner. Das ging dann mal wieder, das Treffen. Kopftreffer. Nach zuletzt zwei recht blöden Duellen muss ich mal wieder warm werden. Bereich sichern ist einfach sowas von verlockend. Für Läsion, mit Läsion. Aber auch Geisel. Die wechseln aber munter. Die beiden Franzosen und Frau Frost würde sich wieder sehr freuen. Drei mobile Schilde. Einmal C4 und einmal Stacheldraht. Oh, die P90 ist im Einsatz. Den Raum sichern. Wir müssen den. Ah, den finde ich nicht so verkehrt, den Raum. Wobei ich gelernt habe, hinterm Sofa ist nicht so gut. Wo will man dann hier hin? Hm? Höchstens hier stehen, dann könnte jemand von hinten kommen. Ich glaube aber, ich werde mich tendenziell irgendwo hier platzieren, aber hier kann ich nirgendwo was verstärken. Ich lade nach. Gott. Das war jetzt wieder ein kleiner Reinfall. In den Weg. Wird zu spät sein für den. Ah, einer ist schon weg. Die haben bestimmt Fuse, oder? Die kriege ich ja ganz schnell da platziert. Okay, wir kennen schon ein paar. Ja, die haben Fuse. Dann werde ich jetzt noch nicht so viel anbringen. Hier draußen wäre an sich nicht verkehrter, da muss ich halt das Treppenhaus im Auge behalten und hier sowieso. Hier kann man kein Holz anbringen zum Verbarrikadieren, das ist blöd. Lade neues Magazin. Mann, dann haben sie auch. Fuse-Punkte an. Der mobile Schild lebt noch. War die erste Fuse-Ladung. Montagne ist da draußen, okay. Wenn Fuse jetzt hier anbringt, ist er tot. Gift platziert. Ich bereite. Dann habe ich schon mal so einen kleinen Alarm. Falls die lang kommt, dann höre ich das so. Ich glaube, die Drohne muss das Ding gesehen haben. Ich könnte fies in das Ding umplatzieren, aber dann sterbe ich bestimmt. Gift platziert. Kommt da nicht so ein weiteres rein.
Oh, was? Dahin war gerade jemand, oder? Da ist auf jeden Fall was rot in der Nähe. Oh, Entschuldigung. Ah, Tür. Hier ist noch ein Laser zu sehen vom Fenster. Jetzt habe ich Kackposition. Fuse ist noch da. Es wird wohl Glass sein, womöglich. Er hält mich mal etwas zurück. Ich muss ja erstmal die Gummine finden, wenn er rein will. Wenn er überhaupt da an der Tür hockt. Nadeln anbringen! Lade neues Magazin! Gefahrgutbehälters abhalten. Nadeln bereit! Hat derjenige gesehen. Zerschießt trotzdem nicht. Wechsle Magazin. Wenn er meint. Mann, schade. Alle Gegner eliminiert. Dahin sollte jetzt noch einer. Ah, die Position gefällt mir. So, wenn wir wieder in dem Raum sind, bei Bereich sichern, gehe ich wieder genau dahin, wo ich jetzt war. Vielleicht platziere ich noch eine Gummine hinten im Gang, damit ich bemerke, ob da jemand langkommt. Gummien können auch gute Vorwarner sein. Nicht immer bloß im Raum platzieren. Wenn du selbst eine Kackposition im Raum hast, nach meiner Erfahrung hinterm Sofa, dann suchst du dir halt einfach was anderes. Wieder gar niemanden, der versteckte Wände aufmachen kann. Dafür sind wir jetzt extrem wendig. Zu Fuß und zu Waffe. Da wo wir waren, sind sie schon mal nicht. Sind womöglich im Keller. Jo. Ist die Frage, wie komme ich hier runter? Westmann kennen wir. Behälter unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Die Außenkamera hier haben sie jetzt schon. Moa. Doch nicht im Keller. Guck bloß nochmal kurz hier. Ne. Immerhin noch identifiziert. Uppala. Ich wollte gerade die Kamera verlassen, deswegen Drohnenwerfer. Werferei. Okay, unser Team weiß Bescheid. Achtung, Grabschau. Dann sollte ich vielleicht mit einem potenziellen Alleingänger gehen. Er geht potenziell alleine? Na, Twitch. So viel zum Thema, sind im Keller oder unten? Jetzt eigentlich keinen Bock hier ans Fenster zu gehen. Aha, Läsion haben sie. Gar nicht hier so am Fenster rumzutanzen. Aber ich mach's einfach. Bis ich sterbe, mich ärger. Läsion lebt immer noch. Jetzt kommt schon jemand raus, wenn ich hier in der Kamera gucken will. So, Läsion.
lebt noch. Das war ein Kopfschuss, oder? Weil das war ja bloß ein Treffer. Es muss ein Kopfschuss gewesen sein. Wir haben IQ. Ausnahmsweise weiß ich mal, was mit diesem Untertitel hier gemeint ist. Wenn ich an die ganzen anderen denke, Seitenwinder und so weiter und Pipapo sofort. Ich denke, ich weiß, worauf das anspielt. Passt doch irgendwie zu der Zeit mit Walkman. Schädel? Ja, irgendwie schon, aber nicht so einen, den ich vermutet habe. So ein Knochending. Keller oder ganz oben? Ich gucke jetzt Keller. Ah, jetzt hat es da hinten schon gerumst. Das ist womöglich oben. Komme ich jetzt aber nicht so schnell hin, wenn ich die Treppe hier nicht nehme. Oder doch? Noch 10 Sekunden. Oh, ein Krebsschwung. 5 Sekunden bis Einsatz. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Entschuldigung, das musste sein. Das war der letzte Schub, den ich jetzt brauchte. Der Baum ist voll im Weg für das Fenster da hinten. Ah, zu blöd noch gepinkt. Ich dachte, das wäre noch ausreichend, aber nein. Mach ich den wieder weg. Da fliegt erstmal eine EMP hin. Piu. Der Biogefahrgutbehälter wurde wieder da. Streusprengsatz aktiviert. Wollen wir da wieder in die Ecke, wo wir waren? Ich würde da ganz gerne einen Alleingang wagen. Aber nicht, wenn die Grabschwur haben. Es geht bloß schief. Dann reite ich mein Team wo rein. Ist immerhin gerade die Verlängerung. Aber jetzt nochmal das so probieren, wie wir es gerade hatten, das geht auch nicht. Ach, herrje. Hat da jemand am Fenster gestorben? Das ist nicht gut, wenn ich jetzt hier weiter herumeier. Hier rum kann ich ja. Doch, okay. Bereit. Jetzt hat man das bis hier rüber gehört, nur weil es gerade nebenan war. Das wäre es gewesen. Ich mach da auf und nebenan macht jemand auch auf und kommt zu uns. Ich muss jetzt aber woanders lang gehen, deswegen muss ich hier rein. Hier ist aber irgendwo was in der Nähe. Ist der Grabschwung schon tot? Einer von oder auch? Verbleibt. Ein Störsender in der Nähe. Das war wohl das Schnapfen, was ich noch gehört habe. Wie komme ich hier raus? Also ist keine weitere Drohne mehr da. Da muss ich die Taste wählen. Oh, jetzt geh rein, der ist ganz woanders. Ich komme jetzt nicht zur anderen Drohne, die ist kaputt, okay. Da gerade 0,0 helfen. Nein! Er wusste genau, wohin. Er hat einfach was wahrgenommen, okay. Er hat bloß schnell reagiert, was er gesehen hat. Schnell darauf reagiert, was er gesehen hat.
Der Nick ist aber rausgegangen, als er schon durch war, oder? Als er das nicht mehr hat sich wenden sehen. Na denn, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.